Guten Abend. Die dachten, ich gehe langsamer. Es gibt viele gute Musiker, die ihre Fans begeistern, doch nur wenige Menschen werden zur Identifikationsfigur einer ganzen Nation. Viele Manager versuchen das aus ihren Schützlingen zu machen, doch so etwas ist nicht planbar. Da geht es nicht mehr um Perfektion oder Erfahrung, sondern es geschieht etwas, das sich verselbstständigt. Manchmal wird ein Zeitgeist getroffen, alles passt zusammen und Millionen Menschen sind elektrisiert. Eine musikalische Erfolgsgeschichte ist in den letzten Monaten an niemanden in Deutschland vorübergegangen. Doch es geht heute nicht um ihre Musik, sondern darum, wie die Sängerin mit der Situation umgeht und um das, wofür sie steht. Sie macht mit ihrer natürlichen und lebenslustigen Art nicht nur ihren Fans Spaß, sondern sie prägt derzeit auch das Bild von Deutschland im Ausland. So wurde die junge Frau aus Hannover ganz nebenbei die Botschafterin eines optimistischen, unverkrampften Lebensgefühls. Sie ist eine Sängerin, die durch ihre Persönlichkeit, Ausstrahlung und ihren Erfolg für viele Menschen ein Idol geworden ist. Mit 19 Jahren ist das sicher auch nicht immer nur lustig. Doch diese Herausforderung meistert sie mit einem Charme und einer Freude, die ihresgleichen sucht. Und dafür geht die goldene Ehrenhände an Lena Meyer-Landrut. Also ich halte die und du sagst was, oder? Okay. Hallo. Ich dachte eigentlich, ich gehe jetzt hier rein und stelle mich dann auf die Bühne und singe dann und gehe dann wieder weg. Und jetzt war die Bühne aber zu und ich kriege jetzt so eine goldene Henne und ich wusste davon wirklich nichts. Und das ist ja ganz schön krass, jetzt bin ich aufgeregt. Wahnsinn, ich krieg eine goldene Henne. Das ist... Hier ist sie jetzt auch wirklich, soll ich mir mal einen Verstecken? Ja, danke. Was sagt man? Ich habe noch nicht so viele Preise in Empfang nehmen dürfen. Man sagt, und ich möchte sagen, vielen Dank. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist und warum ich das plötzlich jetzt bekomme. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken und ich frage gleich auch nochmal nach, bei wem genau. Ich schätze einfach bei allen. Ich fasse Sie mal an. Es fühlt sich gut an. Was sage ich? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hier steht drauf, super Illo. Goldene Henne 2010, Deutschlands Charmbotschafterin. Aha. Super Illo und alle anderen, herzlichen, herzlichen Dank. Wahnsinn. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und dafür singe ich jetzt auch. Sehr, sehr gerne. Also eine kleine Antwort kann ich dir zumindest schon geben, weil du so charmant gefragt hast, wofür eigentlich die Henne? Lena, weil du genau so bist, wie du bist, dafür gibt es die goldene Henne. Und Mensch, danke. Auch kann ich dich kurz drücken? Ja, bitte. Dankeschön. Ganz gerne. Ich habe ganz kalte Hände. Ja, komm, dann gib mal ganz kurz her. 30 Sekunden schaffe ich es noch aufzuwärmen. Danke, vielen Dank. Ich freue mich darüber ganz riesig. Ich hatte felsenfest damit gerechnet, dass du vielleicht in dein Dankeschön noch irgendwo verdammte Axt oder so mit einbaust. Das ist zumindest ein Ausdruck. Das kommt manchmal so rausgespudelt, aber muss nicht immer. Das sollten wir vielleicht in den Duden aufnehmen, weil das ist ein schönes Synonym für positive Gefühlsausbrüche jeder Art. Und die Dame, nach der dieser Preis benannt ist, Helga Hahnemann, die Henne, die hätte sowas auch gut sagen können. Und allein deswegen passt das wunderbar zusammen. Mensch, danke sehr. Ganz gerne. Vielen, und vielen Dank. Jetzt erleben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Gäste hier, Lena Meyer-Landrut, gerade noch etwas sprachlos, aber gleich mit dem richtigen Ton, da bin ich mir ganz sicher, in deinem sehr speziellen Mix. Danke. Viel Spaß. Ja, danke. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear that blue and I wore them just the other day. Love, you know I'd fight for you.
the things you don't really